Okay, jetzt kann ich anfangen. Also erstens mal freue ich mich natürlich, dass ein gewisses Interesse an diesem Modell besteht, obwohl die Ankündigung etwas befremdlich wirken kann. Wie wird der Mensch glücklich oder was braucht der Mensch, um glücklich zu sein? Aber diese Ankündigung entspricht wirklich den Inhalten. Das heißt, auch bei aller Perturbation, dass es bewirken kann, diese Ankündigung, ich stehe dazu und deswegen habe ich es auch so formuliert. Also der Ausgangspunkt war vor 30 Jahren tatsächlich, als ich auf die Idee kam, die Schüler sich gegenseitig unterrichten zu lassen. Damit, das war praktisch die Methode Lernen durch Lehren begründet. Und ich habe festgestellt, dass diese Verteilung der Lehrfunktion auf die Schüler eine völlig andere Stimmung peu à peu bewirkt hat. Die Schüler waren entspannt, zufrieden, sie waren sehr beschäftigt auf hohem Niveau. Sie haben komplexe Denkprozesse entwickeln können und waren auf diese Weise befriedigter, als wenn sie eher frontalunterrichtlich bedient worden wären. Also ich habe gemerkt, diese Methode ist für die Schüler offensichtlich gut und tut ihnen gut. Da ich aber das Phänomen besser begreifen wollte, das Phänomen, dass sie sich wohlfühlten, habe ich mich sehr intensiv mit Motivationsforschung beschäftigt, mit Soziologie, alle Dinge, die, also alle Wissenschaften, die sich mit dem Menschen beschäftigen, auch im Laufe der Zeit ganz stark mit Gehirnforschung. Und peu à peu habe ich dieses Modell aufgebaut, dessen Grundlage vor allem die Pyramide von Maslow ist. Deswegen werde ich auch darauf eingehen, obwohl natürlich hier alle, die hier sitzen, diese Pyramide gut kennen. Dennoch werde ich noch mal kurz darauf eingehen und dann ein paar Modifikationen erklären, die ich dazu gebracht habe, die mir auch wichtig erscheinen. Gut, also nochmal, die Idee ist, ich habe Schüler vor mir, wie funktioniert der Mensch, was braucht der Mensch, um zufrieden zu sein und warum nicht sogar glücklich in bestimmten Situationen. Gut, also Maslow zunächst mal. Maslow 54 hatte er sein Buch geschrieben, Humanistische Psychologie, und war der Meinung, dass der Mensch folgende Bedürfnisse hat. Zunächst mal die physiologischen Bedürfnisse, die hat er pyramidal aufgestellt, weil er der Meinung war, man muss zunächst die physiologischen Bedürfnisse befriedigen, dann Sicherheit etc. etc. ist davon wieder abgekommen, aber diese Pyramide ist einfach im Bewusstsein geblieben, dass man praktisch aus seiner Sicht eine Stufe nach der anderen klettern kann, aber jeder von euch weiß genau, dass es gar nicht stimmen kann, denn zum Beispiel physiologische Bedürfnisse, irgendwelche Krankheiten lassen sich kompensieren durch andere Befriedigungen, vielleicht intellektueller Art oder so, aber gut. Okay, also Maslow nochmal, physiologische Bedürfnisse, Essen, Schlafen und Sexualität. Ich gehe darauf ein später, warum Sexualität überhaupt auch so wichtig ist. Die nächste Stufe, Sicherheit. Also wenn man sich bedroht fühlt, ist man nicht glücklich, kann man nicht glücklich sein. Soziale Beziehungen braucht man, wenn man die nicht hat, ist man nicht glücklich. Soziale Anerkennung. Sozialbeziehung heißt, ich habe das Gefühl, in einer Gruppe zu sein, aber es ist noch nicht soziale Anerkennung. Soziale Anerkennung heißt, toll hast du es gemacht, gut hast du es gemacht. Soziale Anerkennung ist auch sehr wichtig. Ohne soziale Anerkennung kann man nicht glücklich sein. Und das waren Defizitbedürfnisse. Dann die Expansionsbedürfnisse ist Selbstverwirklichung. Das heißt, es reicht nicht nur, dass man diese Bedürfnisse befriedigt hat, sondern Selbstverwirklichung bedeutet, das, was der Mensch kann, das muss er machen. Da zitiere ich Maslow. Man hat das Bedürfnis, das zu tun. Man hat das Gefühl, ich habe die und die Begabung, ich muss es machen. Oder ich bin neugierig, ich muss Reisen machen. Das gehört alles zur Selbstverwirklichung. Und übergeordnet sozusagen muss man das Gefühl haben, das Leben selber hat einen Sinn. Ich verfolge etwas, was wertvoll ist. Und also das gibt eine Kohärenz auch dem ganzen Leben. Okay, das war also Maslow, die Erklärung dazu. Und warum damals, das habe ich appliziert auf Lernen durch Lehren, weil ich gesehen habe, physiologische Bedürfnisse und so weiter werden nicht unbedingt mit LDL befriedigt, schon gar nicht die Sexualität, die ich hier nicht aufgeführt habe. Dann die nächste Stufe, Sicherheit, schon da ist LDL besser, weil dadurch, dass der Lehrer die Schüler
die Aufgaben durchführen lässt, muss er sie unterstützen, darf sie nicht kritisieren, schlecht benoten und so. Ich hatte die Noten abgeschafft in meinem Unterricht, die mündlichen Noten zumindest. Sicherheit, also Lernen durch Lernen verschafft Sicherheit. Soziale Beziehung sowieso, die anderen sagen, toll, hast du es gemacht, hilf mir, etc. Soziale Anerkennung, immer, wenn ein Schüler was dargestellt hat, den anderen was beigebracht hat, wurde er gelobt, von mir sowieso. Also ich muss immer als Person auch körperlich loben, körperlich lieben, wenn man so will. Sorry für die Religion, aber das ist man muss die Schüler lieben irgendwie, ja. Und Selbstverwirklichung natürlich beim Lernen durch Lehren. Haben Sie alle Möglichkeiten, den Stoff darzustellen? Ich kann Pantomime machen, singen machen, Violine spielen, was weiß ich. Also alle Möglichkeiten sind gegeben. Und schließlich Sinn und Transzendenz. Ist auch völlig klar, wenn Sie so arbeiten, dass Sie nicht fragen, ja, warum machen wir das? Sondern die lernen ja Französisch bei mir. Also sagen die nicht, warum. Und es war immer mein Ziel zu sagen, wenn ein Schüler fragt, warum machen wir das? Grammatik oder irgendwas. Ich musste immer in der Lage sein, ihm zu erklären, und zwar auch der Sinndimension. Nicht die anderen Kategorien sowieso, aber immer auf der Sinndimension. Das heißt, wenn ich Menschen was tun habe, habe ich immer diesen Sinn, warum machen wir das? Gibt es seinem Leben oder kann diese Struktur ihm ermöglichen, Sinn seinem Leben zu geben und Sinn den anderen, den kleinen Aktionen, die ein gesamtes Leben ausmachen. Ja, das Leben verteilt sich in kleinen Portionen, aber jede Portion muss Sinn haben und in etwa nach diesen Strukturen organisiert werden. So, das hat mir erklärt, warum die Schüler sich wohlfühlen und ich natürlich auch. Und ich hatte auch die Ruhe, also ich sage immer, Disziplin, Probleme sind für Lehrer ganz schlimm immer und es ist ganz wichtig, dass sie eine Technik haben, um grundsätzlich ihre Klasse im Griff zu haben. Als ich das dann gemacht habe, analysiert habe, habe ich festgestellt, eigentlich alle diese Bedürfnisse, die ich aufgelistet habe, die Maslow aufgelistet hat, haben etwas mit Kontrolle zu tun, wobei der Begriff Kontrolle immer negativ wahrgenommen wird. Das heißt einfach, die Sachen im Griff haben. Ja, also Kontrolle. Jeder Mensch ist bestrebt, nicht nur Mensch, sondern alle Lebewesen, Ratten, Katzen, alles, was sie machen, von früh bis abend, hat nur ein Ziel, sich am Leben zu erhalten. Am Leben erhalten heißt, das Feld zu beherrschen, sich selber zu beherrschen. Jetzt sage ich, auf den Menschen bezogen, physiologische Bedürfnisse, Lebenserhaltung brauche ich gar nicht auszuführen, Kontrolle des Organismus. In der Früh, das Erste, was ich mache, ist, meinen Organismus in Ordnung zu bringen, in Schuss zu bringen, damit ich den ganzen Tag erfolgreich durchführen kann. Ja, also Zähne putzen, frühstücken oder eher frühstücken und dann Zähne putzen, hat mir meine Frau gesagt neulich. Also physiologische Bedürfnisse. Sexualität ist natürlich auch, Lebenserhaltung, allerdings für die Art. Also ausgedehnt auf die Art ist auch wichtig. Sicherheit ist natürlich Kontrolle. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin sicher, habe ich alles schön im Griff. Soziale Beziehungen heißt, wenn ich mit anderen zusammen bin, fühle ich mich sicherer. Interessanterweise, weil ich sehr viel Philosophie mache, seitdem ich in Rente bin, habe ich gesehen, Epikur sieht es genauso. Epikur sagt, man muss mit anderen zusammen sein, nicht aus idealistischen Gründen, sondern wenn man zusammen ist, ist man sicherer. Ja, also übrigens, alles, was ich hier aufzähle, seitdem ich Philosophie mache, habe ich gesehen, in der Philosophie ist es seit 500 Jahren vor Christus alles schon gesagt worden. Ja, hat mich sehr gefreut. Sicherheit, soziale Anerkennung ist klar, Kontrolle. Wenn die Leute sagen, super bist du, dann fühle ich mich wohl und habe alles schön im Griff. Selbstverwirklichung ist die Ausdehnung von Kontrolle. Ja, ich dehne mich aus, ich habe immer mehr Felder unter Kontrolle. Nochmal das Wort Kontrolle bitte positiv konnotieren. Ja, wenn ich eine Reise mache, dann am Anfang habe ich keine Ahnung. Dann gehe ich dahin und peu à peu baue kognitive Strukturen in meinem Kopf, die abstrakt zusammenfassen, was ich erlebe. Ich kann nicht immer wieder dasselbe erleben, ich gehe ins Fragen, ich habe Angst und so. Nein, nein. Ich weiß, okay, ich steige in den Zug, beim nächsten Mal ist es ein anderer Zug, aber der Vorgang ist immer derselbe. Das verdichtet sich zu kognitiven Schemata, das macht eine schöne Landkarte. Je mehr ich erlebe, desto breiter meine kognitive Landkarte und desto sicherer bin ich.
Weil ich weiß, okay, ich fliege nach Japan, aber ich bin schon mal nach New York geflogen, viel anders wird es ja nicht sein. Also das sind so die Kognitiven, die mir Selbstbewusstsein geben. So, das ist Selbstverwirklichung, Ausdehnung und natürlich verbunden mit Verhaltensweisen, die ich später empfehle, exploratives Verhalten. Schließlich Sinn und Transzendenz. Natürlich, wenn Menschen Sinnsysteme parat haben, wie Glauben an Gott und so oder an irgendwas anderes. Nee, Moment. Jetzt muss ich mich wieder zurücknehmen. Also nicht irgendwas anderes als Gott. Wenn Sie wissen, also gut, das war jetzt blöd mit Gott, aber einen Sinn in Ihrem Leben sehen, dann haben Sie alles schön im Griff, im Kopf. Ja, 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 ich weiß, warum Sie es machen. Am Ende sitze ich neben Jesus oder Maria oder so. Also die wissen, wie es weitergeht, haben alles schön im Griff. Sinnsysteme geben extreme Kontrolle. Positiv gesehen. So. Jetzt, also mache ich noch eine Sache, die mir sehr wichtig erscheint und dann mache ich eine kurze Pause und frage euch, weil ich habe bestimmt Fragen. Im Laufe der Zeit, durch viele Lektüren, insbesondere Portele, 1975, der gute Mann, hat ein ganz wichtiges Buch geschrieben, Motivation oder Lernen und Motivation. Und da hat er beschrieben, wie das Gehirn funktioniert, wenn wir Informationen verarbeiten. Und er hat gezeigt, dass das Gehirn gierig nach Informationen ist, und zwar nicht nach dem Ergebnis der Verarbeitung von Informationen, sondern nach dem Prozess. Also Informationen verarbeiten macht unglaublich viel Spaß. Die Verarbeitung von Informationen. Und bitte schön überlegen Sie sich alle Menschen, mit denen Sie zu tun haben, in denen Sie Lernfelder anbieten. Sie müssen die immer denken, was passiert in seinem Kopf? Was hat er zu verarbeiten? Welche Informationen hat er zu verarbeiten? Kann er glücklich werden über diese Verarbeitung? Ja? Also das ist mir im Laufe der Zeit, vor allem seitdem ich in der Pension bin, also nicht in der Pension, nicht im Hotel, sondern seitdem ich wusste ich von Anfang an, ich muss mir Felder erarbeiten, wo ich viel Information zu verarbeiten habe. Das geht nur mit Projekten und so weiter. Ja? Gut, Informationsverarbeitung als Grundbedürfnis und daher jetzt mein Titel, was brauchen Menschen, um glücklich zu sein? Die brauchen alle diese Dinge hier, die ich genannt habe, vor allem aber die Möglichkeit, wertvolle Komplexe ihrem Niveau entsprechend, dem Gehirnniveau entsprechend, Informationen zu verarbeiten. Das ist der Schwerpunkt und das habe ich entdeckt im Laufe der Zeit, dass mir immer klarer wurde, natürlich, das ist es. Ja, nur eine kleine Anekdote, auch in Bezug auf Informationsverarbeitung. Alle Funktionen, die uns unser Leben erhalten, alle diese Funktionen, müssen mit maximalem Genuss verbunden werden. Sonst würden wir das nicht tun. Ich gebe zwei Beispiele, die Leute lachen im Prinzip, aber ihr seid ja, ja jeder hat, ist frei zu lachen oder nicht. Also, Essen. Man muss sich den Vorgang konkret vorstellen. Eine Torte oder irgendwas Gelatinöses. Sie haben hier ein Loch in Ihrem Körper und stopfen diese Geschichte rein. Ja. Also ein Kuchen oder Fleisch danach oder vielleicht noch gießen Sie. Aber. Eigentlich völlig absurd, oder? Deswegen muss es sehr viel Spaß machen zu essen, sonst würde man das nicht tun. Man würde das nicht tun. Nächstes Beispiel, Geschlechtsverkehr. Es muss extrem Spaß machen, sonst würde man das nicht tun. Man muss sich den Vorgang vorstellen. Ja? Also die unglaubliche Energie und die Rennerei und so weiter, würde man sich, selbstverständlich, würde man sich ersparen, wenn das nicht so wichtig wäre für die Arterhaltung. Und dasselbe betrifft die Informationsverarbeitung. Warum macht denn so viel Spaß, Informationen zu verarbeiten? Weil wir ohne Informationsverarbeitung ja keine 10 Minuten lebensfähig wären. Wir müssen permanent abchecken mit der Umwelt, was passiert in der Umwelt, wie muss ich mich verhalten. Das geht natürlich unbewusst, das meisten. Aber die wichtigen Informationsverarbeitungsbrocken,
die verlaufen natürlich bewusst und verschaffen uns sehr viel Spaß. Richtig Flow, ja. Und vielleicht dazu noch, die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, welche Art von Information, nicht zu viel, nicht zu wenig, nicht zu einfach, nicht zu komplex. Zu komplex ist man überfordert, zu viel Information. Und mit dem Internet natürlich ist da ein Riesenfeld plötzlich aufgepoppt. Also ich selber habe gemerkt, mein Gott, ist das toll, das ist ein Schlaraffenland für Leute, die Informationen verarbeiten wollen, fürs Gehirn. Ja? Und das Problem ist nur, wie kann ich regulieren und so, aber eigentlich, das ist ein Problem für die ältere Generation, die Jungen wissen das, die machen das automatisch, was sie mit ihrem Hirn anfangen können, damit das Hirn Freude hat. Alles natürlich mit Suchtgefahr, ist klar. Ja, gut, gibt es da Fragen dazu? Weil der nächste Punkt ist einfach, Strukturen zu schaffen, wo Menschen diese Bedürfnisse, die ich aufgezählt habe, befriedigen können. Also wäre das maximale Glück, Kuchen essend, im Bett kopulieren, Informationen zu verarbeiten? Ja, das kannst du testen, das ist eine gute Idee, aber, aber im Prinzip ja. Obwohl, das wäre vielleicht doch jetzt ohne Schwan eine Überforderung von Überforderung einfach. Ja. Also nicht nur jetzt physisch, sondern das ganze Sinn oder lass den Kuchen weg. Ja, das bespreche ich mit meiner Frau heute, ja, was ich weglassen soll. Okay, gut. Also jetzt gibt es keine kritische Fragen, weil das wundert mich. Ja. Weil ich sage, so erkläre ich den Menschen und zwar ganz und gar. Ganz und gar. Ja. Also zwei Dinge vielleicht. Zum einen hast du gerade gesagt, wenn man keine Information verarbeiten kann, dann ist man keine 10 Minuten überlebensfähig. Also es gibt natürlich Leute, die ein bisschen Hilfe im Leben brauchen. Ich sag mal, Patienten im Wachkoma, ich weiß nicht, ob die noch viele Informationen verarbeiten, die überleben durchaus. Vielleicht ein bisschen anders, als wir uns das idealerweise vorstellen. Und ich weiß auch nicht, ob tatsächlich Spaß das einzige Bedürfnis ist, das sozusagen dahinter steckt, wenn wir irgendwelche Dinge tun. Ich glaube schon, dass es noch andere Motivationsfaktoren als nur Spaß gibt. Ja, also zunächst mal zum nächsten Punkt. Wenn ich von Informationsverarbeitung spreche, dann rede ich hauptsächlich eigentlich von dem Austausch des Organismus mit dem, was um ihn herum sich bewegt. Ja? Und das muss ja nicht unbedingt übers Gehirn laufen, aber über den Körper, Temperatur, alles, das spürt ja der Körper. Das ist ein Informationsaustausch. Aber das Edelste überhaupt, sagen wir mal, das, was wir brauchen, wenn wir wach sind, wenn das Gehirn in der Lage ist zu sagen, ich möchte was, dann sind es natürlich Informationen. Und ich sage, wir wären nicht lebensfähig. Der, wovon du sprichst, ist nicht autonom, ist auch nicht lebensfähig ohne Hilfe von außen. Also das, diese Lebensfähigkeit, die beziehe ich auf den autonomen Menschen, der mit seiner Umwelt Austausch hat und sich bewähren muss. Und der zweite Punkt, Spaß. Natürlich wird es nicht immer als Spaß dekodiert, aber jede Aktivität hat ein Belohnungspotenzial. Nur, das kriegst du halt nicht mit, das ist nicht mehr, oh, ich freue mich, jetzt renne ich. Es ist sehr belohnend, das Laufen, aber das Gehirn sagt nicht immer, super, dass du läufst. Das heißt, die Belohnungen der Handlungen verläuft nicht immer auf der Bewusstseinsebene, aber sie läuft, sonst würde man es auch nicht machen. Ja, also ich habe jetzt gerade den Zahnarztbesuch vor Augen. Ja. Da kann man natürlich sagen, es ist eine Belohnung, aber ich würde sagen, es ist vielleicht eher Schmerzvermeidung zum Beispiel. Und das wäre für mich jetzt nicht direkt Spaß, sondern die Vermeidung von Negativem. Gut, aber überleg dir jetzt, es ist ja Epikur, ich bin froh, dass ich mich hier ein bisschen mit... Das ist ja eine Abwägung. Das heißt, dein Gehirn sagt, okay, du wirst leiden, aber dann wird es besser gehen. Das sagt dir dein Gehirn, du nicht direkt. Ja? Und dann sagst du, okay, ich nehme diesen Schmerz auf mich, um eine Freude, die später, mehr als Freude, um mich einfach wohl zu fühlen. Das sind alles Dinge, die nicht, wo du dich nicht hinsetzt und sagst, hier ist der Zahnarzt, hier sind die Schmerzen. Das läuft selbstverständlich, wird ständig abgeglichen. Und nur auf der Bewusstseinsebene werden die Dinge gemacht, die halt höhere Anstrengungen von dir verlangt, um diese Wahl zu treffen. Ja, aber, nee, gut. Okay. Ich indigniere mich, wenn du sagst, naja, dann werde ich nicht sauer dadurch. Ja. Ich versuche das mal auf Lernen und Schule ein bisschen zu transferieren.
und habe dabei im Blick das Lernen durch Lehren. Ja. Wenn Schülerinnen und Schüler in einer Situation sind, in der sie relativ frei lernen können, auch was sie wollen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ja. Es muss ja ein innerer Bezug, glaube ich, das hast du eben auch mit ansprechen wollen oder gemeint, ein innerer Bezug zu dem Inhalt sein, der da gelernt ist. Es muss Sinn machen, auch das, was da gelernt wird. Das war ja auch eine deiner Bedingungen. Dann wäre ja die Logik daraus, dass es wichtiger ist, den Prozess anzuregen, weil aus diesem Prozess auch die Rückkopplungen von Schüler zu Schüler, die sozusagen die Pyramide manifestieren, die lebendig erlebbar machen, im Gegenseitigen, wenn es denn funktioniert, das Gegenseitige. Das ist ja eine Bedingung, wissen wir aus Gruppenarbeit, dass es nicht auch mal schief gehen kann oder dass es immer wieder Schüler gibt, die sagen, lass mich bloß mit Gruppenarbeit, ich kann mich konzentrieren und ihr nervt mich alle und ich will gar nicht das lernen, was ihr jetzt wollt und so. Interessiert mich nicht, weiß ich schon. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Also das ist für mich noch nicht so ganz im System so richtig schlüssig geworden. Aber was ich vielfach beobachtet habe, ist in der Tat, dass Lernen, wenn es erstens Selbststeuerungselemente hat, was auch die Inhalte angeht, was ganz wichtig ist, was aber auch den Prozess angeht, da muss Freiheit sein, das ist entscheidend, dass dann sehr positive Rückkopplungen innerhalb der Lerngruppe entstehen, die wiederum lernmotivierend sind, die Lust machen, weiterzulernen und die auch mitgenommen werden in andere Situationen, wo Lernen positiv besetzt wird und nicht negativ besetzt wird. Das funktioniert. Richtig, ich sehe es auch so. Ich würde da gerne nochmal einhaken, weil ich finde, das ist genau der Punkt. Also wenn ich es schaffe, dass jemand nicht nur lernt, wie er will, sondern auch was er will, das ist ja genau, was du gerade gefordert hast, dann kann er das sicher tun und finde ich auch grundsätzlich schön. Wenn aber jemand anfängt, plötzlich etwas zu lernen, damit er dann später mal einen toll bezahlten Beruf bekommt zum Beispiel, dann ist es sozusagen genau, dann ist es für mich nicht mehr dieser Spaß, sondern dann ist die Vermeidung von negativen Konsequenzen, Arbeitslosigkeit oder mangelnde Wertschätzung in der Gesellschaft oder so. Und deswegen, also da fehlt dann vielleicht so ein bisschen die Kopplung. Na gut, aber der Prozess an sich, des Lernens, auch wenn es ein Stoff ist, der spröde ist. Interessanterweise ist der Organismus so beschaffen, dass er auch die absurdesten Sachen irgendwann mal lernen kann und Spaß daran haben. Das habe ich gemerkt. Linguistik für mich in Französisch, das war absolut absurd, was ich lernen musste. Aber im Laufe der Zeit, weil ich mich vertraut gemacht habe mit den komplexen Termini und so weiter, hat es mir auch peu à peu Spaß gemacht. Ja? Sonst hätte ich, also das bedeutet, offensichtlich sind wir auch in der Lage, langweilige Dinge zu lernen, vorausgesetzt die Lernstruktur oder das, und das Lernen durch Lehren ermöglicht eben. Dann sage ich den Leuten, ja, gerade weil es so langweilig ist, müsst ihr das so interessant machen, dass die anderen das interessant finden. Das ist eine große Herausforderung, eben einen langweiligen Stoff so zu präparieren, dass wir für mich und für die anderen interessant ist. Ja? Zwei Dinge. Was ich jetzt ganz spannend finde, ist, du sagst, also jeder, der bei Bewusstsein ist, der also irgendein Schmerz oder ein etwas Gutes fühlt, der ist erstmal von der Sache her, sollte er eigentlich glücklich sein, weil er irgendwelche Informationsverarbeitungen im Gehirn stattfinden. Habe ich das richtig verstanden? Nee, nicht momentan von der Sache her. Das Wort Glück ist natürlich über, es ist halt das. Freude oder ins Problem. Aber wenn er weiß, dass das, was er über sich ergehen lässt, dass das zu einer Erleichterung seine Situation, er freut sich nicht im Augenblick, sondern er hat irgendwie eine Perspektive und die Balance ist, dass er sagt, ja, summa summarum geht es dann besser danach. Ja, also es ist natürlich schon so, dass die Balance, dass man verhandelt im Gehirn und sagt, das, was ich jetzt mache, das ist schmerzhaft, aber im Anschluss ist es schön oder ist es gut für mich. Ja? Tatsächlich unterstellst du ja jedem tatsächlich, jedem Menschen, dass er grundsätzlich lernen möchte und dass er vielleicht, wenn wir wieder in der Klasse bleiben, dass man einfach nicht das richtige Thema gerade gefunden hat. Nee, habe ich nicht gesagt. So habe ich das jetzt gerade verstanden. Ja, ich rede gar nicht vom Thema, ich rede von der vom Lernsetting eigentlich. Ja, genau. Und wenn dieses Lernsetting jetzt wirklich wunderbar ist und alles, und trotzdem habe ich Schüler, die einfach nicht kommen, die also einfach absent sind, wie kann ich das aufhalten? Ich würde jetzt in Bezug auf das, was ich hier habe, also wenn Schüler gar nicht mitmachen wollen und so weiter, ja, ich das sind Fälle für den Psychologen, ich kann nicht alles lösen mit meinem Ding, ja, das ist ja. Das ist wirklich spannend, weil ich bin in einer Klasse, wo ich mit Schülern zu tun habe, die 16, 17 sind und für die ist gerade alles wichtiger als tatsächlich. Völlig klar. Sie haben unglaublich viele Probleme und dann denke ich so, wie könnte man sie jetzt irgendwie mal
greifen. Ja, also ich kann nur wiederholen immer dasselbe. Wenn du denen einen Stoff gibst und die bittest, den anderen zu vermitteln, dann ist der Stoff gar nicht mehr so wichtig, sondern dieser Vorgang. Du erklärst anderen Menschen was. Das ist eine anthropologische Konstante. Schon winzige Kinder wollen anderen was erklären. Wenn du denen diese Möglichkeit gibst, dann sind sie gleich in einem Prozess, in einem Projekt, wenn man so will, und dann rausgerissen aus ja, diese eher passive, abwartende Haltung. Die müssen einfach was machen. Und das ist auch wegen der Disziplin gut, weil die Schüler müssen sich vorbereiten, die müssen was darstellen und im Laufe der Zeit kriegen sie auch Lust da, weil sie dann belohnt werden und so. Also das ist so eine eigene Dynamik, die sich entwickelt und die begründbar ist über mein, ich sag mein Glücksmodell oder eigentlich ist anthropologisches Modell oder Lernerkonstrukt, wie man will. Das erklärt praktisch alle Handlungen, die ich im Unterricht oder im normalen Leben auch führe, jetzt mit älteren Leuten, ich mache auch ein Projekt mit denen. All dieses greift genauso. Und wichtig, Informationsverarbeitung als wesentlicher Motivationsfaktor. So, ja, nachdem ich das dargestellt habe, dann möchte ich, ich habe noch weitere Komponenten, die allerdings, ja, weitere Komponenten, damit man besser versteht, wie man selber funktioniert. Oder wie andere Menschen, was sie für Bedürfnisse haben. Also wir müssen wissen, dass wir antinomisch strukturiert sind. Ja, das heißt, systemtheoretisch gesehen, wir sind sowohl zentripetal als auch zentrifugal. Wir wollen das und das Gegenteil. Wir mögen, irgendwie ist der Organismus so, dass er Unschärfe sucht, weil er braucht einen Stoff, um intellektuell aus dieser Unschärfe Klarheit zu machen. Also wir sind ja so, wir suchen Dinge, die nicht klar sind, um das zu klären. Sachen, die in Unordnung sind, um in Ordnung zu bringen. So sind wir von, nicht nur wir, ich schätze alle Tiere eigentlich. Gut, also wir brauchen Chaos, aber aus dem Chaos machen wir Ordnung. Also damit wir alles im Griff behalten. Dann Unbestimmtheit, Klarheit, Komplexität, Einfachheit, Differenzierung, Integration, alle diese Antinomien strukturieren unsere Bedürfniskonstitution. Wenn, Beispiel, wenn wir alleine sind, Individuum, dann würden wir gerne in Gesellschaft sein. Kaum sind wir etwas länger in Gesellschaft, wollen wir wieder alleine sein, etc., etc. Freiheit, wenn sie Schüler haben, die wollen Freiheit. Wenn sie zu viel Freiheit haben, fangen die an zu sagen, ja, ein bisschen mehr Zwang wäre nicht schlecht. Sie geben den Zwang, am nächsten Tag ein bisschen Freiheit wäre besser. Und wenn man naiv ist als Lehrer, sagt man, die wissen nicht, was sie wollen. Die wissen genau, was sie wollen. Die sind normale Menschen, die einmal das wollen und am nächsten dann das Gegenteil. Und wenn sie Klassen haben, dann haben sie 20 Leute vor sich, die aber ihn zu unterschiedlichen Momenten Freiheit oder Zwang wollen. Ja, also sie können nicht alle befriedigen, deswegen müssen sie sich damit zufrieden geben, dass sie sagen, ich befriedige alle, so in der mediale ne, Sache, 60%, wenn 60% befriedigt sind, dann passt es. Die werden zwar immer mosern, aber das ist völlig normal und ich sage, super. Das ist was, was aus der Erinnerungstechnik bekannt ist. Dynamische Gleichgewichte sind viel einfacher zu halten als statische. Absolut. Ja. Genau. Und dieser Prozess macht Spaß insgesamt. Das heißt, wir sind so konstruiert, wir Menschen, dass in diesem Spannungsverhältnis, was Prozess bringt, der Organismus ist so konstruiert, dass er sowas in Balance kriegt immer wieder. Ja? Oder zum Beispiel Nicht-Linearität, Durcheinander. Und wir wollen alles schön ordnen in Linearität. Aber wenn man uns etwas in Linearität gibt, ist es langweilig. Weil wir wollen alles in Linearität bringen. Zu viel Linearität ist wieder zu einfach. Und unser Gehirn sagt, ja, bitte etwas Komplizierteres brauche ich jetzt. Dezentralisierung, Zentralisierung. So sind wir konstruiert, das müssen wir wissen. Damit wir wissen, warum fühle ich mich da unwohl, gerade im Augenblick. Ja klar, dieses Spannungsverhältnis macht sich halt gerade bewusst, oder ja? Gut, dann Empathie, Kontrolle der Wechsel, durch Wechsel der Perspektive, das ist auch eine Sache. Man begibt sich in die Situation des anderen, Blick auf einen selber, und dann kann man seine kognitive Landkarte erhöhen, indem man den Blick des anderen in seine eigene kognitive Landkarte überführt. Dann weiß ich, das bin ich, so ist mein Selbstbild, aber das Fremdbild ist so auch in meiner Landkarte drinnen. So. Jetzt bin ich bald zu Ende. Aus allen diesen
Beschreibungen, das ist ja deskriptiv, was ich bis jetzt gemacht habe, habe ich Verhaltensempfehlungen entwickelt und die sind folgende. Also, bei Dörner habe ich 83 Merkmale erfolgreicher Problemlöser. Exploratives Verhalten, so geht es los, weil das etwas zu tun hat mit Erhöhung der kognitiven Landkarte, mit Selbstverwirklichung. Exploratives Verhalten. Dadurch reichhaltige kognitive Landkarte, dadurch heuristische Kompetenz, das ist die Fähigkeit, in unbekannte Felder Gesetzmäßigkeiten zu entdecken. Ich war noch nie im Restaurant, ich gehe rein, werde empfohlen, zu einem Tisch geführt und so, aha, so läuft das. Das sind die Regeln, die im Restaurant verlangt werden. Oder beim nächsten Mal noch klarer, aha, also heuristische Kompetenz. Reichhaltige kognitive Landkarte, das erhöht meine Selbstsicherheit, weil ich weiß, ich bin sicher überall fast und dann bin ich noch explorativer und fröhlich natürlich dadurch. So, alle diese Vorgänge, die ich gerade beschrieben habe, werden belohnt, ich sagte schon, und besonders der Csikszentmihalyi, den jeder kennt, hat mit diesem Flow-Begriff, Flow, beschrieben, was wir empfinden. Und es bestätigt durchaus das, was ich gerade erzählt habe. Also, wenn wir explorativ uns verhalten, wir segeln oder gehen ein bisschen schwierige Situationen aktiv an, unbekannte Felder betreten, Neues entdecken, Situationen mit offenem Ausgang, für die man die Verantwortung trägt, Problem lösen, hohe Anforderungen bewältigen, Aufschöpfen der eigenen Ressourcen, Gefühl der Selbstentgrenzung, aber Kontrolle über das eigene Handeln und das Umfeld. Also je riskanter ich mich begebe in komplexe Situationen, wenn ich die im Griff habe, desto größer der Kick und anhaltend. Das hat sogar Nietzsche wunderbar beschrieben, ist ihm nicht so gut bekommen, aber trotzdem. Okay, und da ist alles. Also für Lernen durch Lernen ist dasselbe. Zeigt sich explorativ, geh nach vorne, erklär den anderen was. Darf ich das machen? Ja, selbstverständlich. Kann doch nichts passieren. Und der Lehrer muss natürlich sehr stützend sein, keine Noten geben, keine böse Bemerkungen, alles furchtbar. Ein positives Menschenbild haben. Und wenn der alles macht, hat er vielleicht Erfolg. Und ist selber vielleicht auch glücklich. Streckenweise. Oder punktuell. Ja? Also das Modell, was ich dargestellt habe, ist nicht ein Glücksmodell von früh bis abends, abends bis früh, sondern immer wieder anstreben, natürlich muss man viel kämpfen. Ja. Wie man sich als Neuron verhalten soll, habe ich mit Spanagel und diverse Freunde entwickelt vor ein paar Jahren. Wie man sich im Netz verhalten soll, alles sehr explorativ. Neuronen sind offen und transparent, ein ganzes Material geben und so. Neuronen geben ihr Wissen sofort weiter. Sie wollen nicht als Person bekannt werden und nehmen sich nicht wichtig. Was ich beiße, ein bisschen mit meinem Anspruch auf Ruhm, ja, passt sich nicht so gut, aber Widersprüche gibt es ja manchmal bei Menschen. Das ist ja die antinomische Geschichte. Da Neuronen keine Angst haben, Fehler zu machen und sich zu blamieren, fallen sie sehr schnell ab. Nicht zögern, ich weiß nicht. Das mache ich gerne zum Beispiel bei Twitter. Ich habe viel getwittert, heute Nacht um 3 Uhr, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob ich so berühmt bin. Das muss ich mal checken. Ich wusste genau, das nervt jeden oder das ist halt irgendwie perturbierend. Aber ich habe gesagt, ach, ich schreibe es trotzdem. Und früher, ohne diese Neuronideologie, hätte ich gesagt, nein, das kannst du ja furchtbar, was werden die anderen denken? Ja? Aber pff, los. Wenn Neuronen angedockt werden, reagieren sie sofort. Neuronen versuchen ständig Kontakt zu anderen Neuronen herzustellen. Sie haben keine Angst, penetrant zu wirken. Keine Angst, penetrant zu wirken. Sie merken, wie es ist, ja. Dann, Neuronen sind nie beleidigt. Ja klar, weil man macht so viel Unruhe, dass man ständig angemacht wird und darf auch nicht beleidigt sein. Wenn jemand mir sagt, du nervst, sage ich ja. Klar. Da bin ich nicht beleidigt, hoffe ich. Neuronen machen keine Pause, sie nehmen erst dann Urlaub, wenn ihr Projekt abgeschlossen ist. Weil das muss ja also ja intensiv gehen und so macht Spaß und Flow und so. Neuronale Netzen gehen mit Unschärfen spielerisch um, das hat alles mit explorativ zu tun, locker und so. Ja?
stabile Landkarte. Und neuronale Netze haben eine basisdemokratische Einstellung. Ja. Achtung, hohe Suchtgefahr. Oh, ich werde das anklicken und wir werden sehen. Ach, das amüsiert mich, weil ich das gerade entdeckt habe. Hohe Suchtgefahr. Da habe ich einen Blog-Eintrag von einem netten Kollegen. Spanagel. Also das war ein Eintrag von, ich weiß nicht wann. Vor 3 Jahren oder 4 Jahren. Ja. 2010. Wo Spanagel sich genauso verhalten hat, aber aus eigenem Antrieb, der brauchte mich nicht als Mentor. Und irgendwann war es ihm zu viel, ja. Der hat gemerkt, er ist permanent präsent überall und so. Und da habe ich gemerkt, dieses ganze Neuronenverhalten und so weiter enthält natürlich eine Suchtgefahr. Dass man einfach nicht mehr ruhig sein kann, ja. Die Seelenruhe geht verloren. Was witzig ist, Neuronen funktionieren ja alleine gar nicht. Das sind ja immer Verstärkungsprozesse, die immer in Tausenden und Zehntausenden passieren. Ist das nicht auch so eine Individualisierung vielleicht? Oder? Ja, natürlich, unbedingt. Ja. Deswegen sage ich auch, wenn früher in der Wissenschaft hat man einen kleinen Aufsatz geschrieben, für sich behalten und so, und das war von mir, das war von mir. Aber man kann sich nicht vorstellen, dass ein Neuron, der ständig feuert, irgendwann mal sagt, Moment mal, das kommt von mir, das habe ich gesagt. Da sagen die Milliarden anderen, hä, du hast es gesagt. Das ist was völlig anderes. Das ist eine neue Vorstellung von Wissenschaft, von gemeinsame kollektive Reflexion von der und so weiter. Ja, ich glaube, ich bin fertig da. Und ja. Ein Aspekt oder eine Frage: explorative Verhaltensweise sind wesentlich auf Schüler bezogen. Wenn man als Lehrer versuchen muss, die Schüler Situationen zu schaffen, in denen die Schüler explorativ sich verhalten müssen und so weiter und entsprechend in den Flow geraten, dadurch, dass sie entsprechend. Absolut. Das bedeutet aber letztlich auch für den Lehrer, dass ich als Lehrer eben permanent neue Methoden ausprobieren muss, mich selbst in Situationen als Lehrer bringen, in der Klasse oder im Hörsaal, wie auch immer, in denen ich mich nicht sicher fühle. Ich neue Dinge ausprobieren, um mit Sicherheit zu gelangen und immer weiter bei der Repertoire zu entwickeln, dann methodische Handlungsweisen. Ja. Darf ich dazu was sagen, ganz schnell? Man muss jetzt aufgrund deiner Frage, ich würde nicht in der Klasse herum experimentieren, da machen wir ja genug. Sondern immer denen zeigt, so zeigt man sich Experimente oder explorativ gegenüber der Umwelt. Also ich erinnere mich, ich habe mit den Schülern sehr viele provokative Projekte gemacht im Theater, wo wir alle zusammengegangen sind und mal aufgestanden sind und geschrien haben, aber sinnvoll natürlich. Und alle haben sich empört, aber ich war mit meiner, also die Klasse war strukturiert und die Umwelt hat etwas perturbiert reagiert. So habe ich denen gezeigt, schaut, wie wir explorativ sind. Aber die Exploration habe ich nicht innerhalb von der Klasse gemacht, mit immer wieder neue Sachen probieren. Es war eher. Warum nicht? Naja, weil ich finde, es gibt genug Unruhe. Also allein dieses Konzept, ja, ist sehr anstrengend für die Schüler, die mit sehr viel arbeiten. Und dann die Organisation ist auch kompliziert bei LDL. Und es reicht an Komplexität der Organisation. Wenn ich jetzt noch zusätzlich noch experimentiere, dann werden die irgendwann mal keine Lust mehr haben, weil sie wollen ja lernen. Und nicht, die Methode ist für die nicht wichtig. Wenn die funktioniert, funktioniert, aber die Inhalte sind wichtig. Das würde ich gerne auch noch mal kommentieren, wenn ich kurz darf. Die Suche nach der Methode, die dann für das Explorative passt, ist möglicherweise leider der Fehler im System. Weil, so habe ich ein bisschen mehr mit dem Mikro daran, dann hört man ihn besser. Wäre der normale Impuls, ich soll da hingehen. Dass du als Lehrer das ist wirklich da, bist. Aber einfach bestenfalls näher. Dann, wenn sie, also mal richtig, näher wo? Es mal richtig kaum läuft. Dann reduziert sich die Schüleraktivität darauf, dass sie sagen, oh, können Sie nicht mal mir was holen? Ich brauche das und das noch, besorgen Sie mir das mal. Dann wirst du quasi von dem, der Methoden braucht zum Organisieren und Führen der Klasse, wirst du zum Helfer, zum Handlanger und wenn es gut läuft, auch noch zum Berater, weil sie dich fragen, wie, hilf mir mal gerade. Aber das ist eine wunderbare Rolle. Entspannt extrem. Ich konnte leider nicht alles hören, weil ich technische Hinweise bekommen habe. Gut. So, die Zeit ist rum. Gut, Dankeschön.